Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Zwei Damen, ein Bild und ein schönes Bild. Ja. Sind Sie stolz? Ja. Haben Sie es hängen? Das ist, ja, freilich. Ja. Das ist die Kirche in Marienberg und das ist der Trutzhof. Ja. Und das hat immer zu Reitenhaslach gehört. Und liegt zwischen Reitenhaslach und... Es gehört zu Burghausen. Zu Burghausen, ja. Ja, aber seit der Eingemeindung. Ja, jetzt sagen Sie mir, und wieso bringen Sie uns das? Ja, und es bringt das Bild. Hier im Trutzhof hat mein Großvater Richard Strebel die letzten 20 Jahre seines Lebens verbracht. Und der Richard Strebel ist Ihr Großvater und der Maler dieses Bildes. Ja, und der Maler dieses Bildes. Und er hat sich eigentlich auf Hunde spezialisiert gehabt und hat dann im Zweiten Weltkrieg umgestellt und ist hier in eine Landwirtschaft gezogen. Ja. Hat dann auch die landwirtschaftliche Arbeit erledigen müssen. Und wir möchten gern wissen, ob das Bild ist leicht beschädigt, ob es wert ist, dass man das restaurieren lässt. Weil wenn ich jetzt 200 Euro für die Restauration zahle... Und das Bild wäre nur 100 wert. So ist das. Das verstehe ich total. Also was wir hier sehen, ist wirklich ein schönes, charmantes Stück, sagen wir mal spätimpressionistischer Malerei. Es ist auch datiert, das mit dem Zweiten Weltkrieg kann ganz nicht ganz stimmen, weil es ist ja in den 20er Jahren datiert. Ja. Also 9.10. glaube ich 21. Ganz typisch für eine Skizze, dass der genaue Tag festgehalten wird und ein Stück freier Malerei. Er war auch imstande, über den Tag hinaus sehr genau die Jahreszeit im Ende Oktober zu fassen. Man merkt förmlich die Temperatur, die Sonneneinstrahlung, sieht das besonders klare, scharfe Licht, was in diesen Wochen zur Geltung kommt. War er denn ein Laienmaler oder hatte er gelernt, das Malen? Nein, er hat es sehr lange und ausführlich gelernt. Ja, wo denn? In Karlsruhe. In Kassel hat er studiert. In Kassel hat er studiert. Bei Knackfuß. Ja. Ein Mann, der auch berühmt geworden ist durch die Herausgabe von Künstlerbildbänden und Monographien. Was mich aber bei dem Bild auch besonders, was mir besonders auffällt, ist, dass es nach wie vor, und wir sind schon in den 20er Jahren, bemüht ist, die Natur wiederzugeben. Wir sind in dieser Zeit ja in einer Zeit, die so unterschiedlich ist. Manche wollen nicht mehr was wiedergeben, sondern manche wollen im Expressionismus Gefühle zum Ausdruck bringen. Er als Impressionist möchte aber die Lufttemperatur, die Sonnensituation, alles Atmosphärische wieder. Und das ist ihm wirklich hervorragend gelungen. Die Details hat er verlassen. Also er malt jetzt nicht die Bauke des Stammes oder die Kontur des Blattes, sondern weiß mit Farbtupfern, die er geschickt setzt, die Wirkungen des Lichts, die Wirkungen der Gegenstände mit dem Licht darauf wiederzugeben und uns damit mehr zu vermitteln, als wenn wir jetzt den einzelnen Formen mit den Augen nachspüren müssten. Wir sind hier knapp an der Salzach, wir sind hier also im äußersten Osten Bayerns und werden hier Zeuge einer heilen Welt. Und das zu sehen, wie sich ein empfindender Maler damit auseinandersetzt, ist auch eine der Privilegien, die wir haben, wenn wir uns mit Kunst beschäftigen. Eigentlich ist das Gemälde in einem sehr guten Zustand. Diese Ausbrüche hier sind der Malweise geschuldet und vielleicht zu hoher Raumtrockenheit. Das ließe sich mit einigen Tupfern durch einen professionellen Restaurator wieder schließen und kann nicht allzu große Kosten verursachen. Und es zahlt sich aus, weil es ist ein hübsches Bild. Selbst wenn wir jetzt nicht wüssten, dass es Ihr Großpapa ist, wenn wir nicht wüssten, was es für ein Motiv ist, schon die autonome Qualität ist durchaus mit einem Betrag von 400, 500, 600 Euro zu bewerten. Hier hat es natürlich ein bisschen mehr Wert als ganz woanders. Und wenn Sie da 100, 150 Euro investieren, um das wieder herzurichten, ist die Welt wieder in Ordnung, Ihr Herz ist beruhigt, das Bild ist für die nächsten 100 Jahre gerettet. Ich habe das Bild bekommen, weil wir hier wohnen. Sie wohnen hier? Ja. Dann sind Sie die ideale Kundin, dann wird es eh nie jemand anderen kaufen, sondern immer nur die Leute, die dort wohnen. Ja. Vielen Dank fürs Zeigen, gell? Bitte. Und Sie haben ja nicht weit nach Hause, stimmt's? Nein. Gut. Und achten Sie mal drauf, wann das Licht so aussieht. Ja, eben. Dankeschön, vielen Dank.